So, also da ging es nicht mehr raus. Soweit ist klar. Wir müssen also irgendwas finden, wo man Strom wieder anschalten kann. Das kann nicht weit weg sein. Dass es keine Tür gibt, müsste es irgendwo in diesem komischen Wirrwarr sein. Genau. Das heißt, wir müssen einfach nochmal gut gucken, links und rechts. Ja, ich. Ja, nee, es ist schon richtig. Die Feststellung war absolut korrekt. Das kann nur irgendwas Fieses. Hier brennt doch eine Lampe. Die muss doch Strom haben. Ja. Das ist ekelhaft. Moment, hier um die Kurve rum war ja eigentlich nichts mehr. Sind bestimmt LED-Lampen. Einfach, oder irgendwie, keine Ahnung. Solarlicht, ja. Solarlichter, genau. Weil hier unten ja auch so viel Sonne scheint. Genau. Ganzen Lochmuster in den Wänden, das ist halt. So, also es ist entweder dadurch. Diese doofe Leiter. Kam die Röhre da rechts da jetzt mit dazu? War da was Neues? Nee, da waren wir schon. Oh. Da haben wir doch, nicht mal ein Stück rein, hier siehst du es. Da liegt nämlich noch so ein Liebkoser. Das heißt, den haben wir da schon erledigt. Und dahinter war eigentlich. Ach ja. Dahinter war, glaube ich, nur. Konnten wir nur ein paar Sachen einsammeln. Aber wer weiß, vielleicht haben wir ja doch noch irgendwas übersehen. Gehen wir nochmal rein. Genau. Genau. Um jede Eventualität ausschließen zu können. In dem Koffer war ja auch nichts. Was ist das da? Nee. Was ist das? Das ist wieder sehr gut. Rechts. Rechts, das leuchtende Ding. Oh, nix. Ach, das ist ja der Koffer. Ach ja. Sah nur so gerade so komisch aus. Nee, also hier ist auf jeden Fall auch nichts. Ah, Mann. Soll nicht sein. Naja, aber jetzt grenzen wir es ja langsam ein. Und am Ende ist es wahrscheinlich. Doch, ganz am Anfang. Nee, wahrscheinlich schon da, wo eigentlich auch. Wo wir das Ganze aktivieren müssen. Weil da laufen wir jetzt drauf zu und da ist ja nichts mehr anderes. Oh, ich glaube, ich sollte wieder schleichen. Ich
ich höre oben wieder etwas Unruhe. Speicherung können wir den noch annehmen. Yay. Gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt an der Stelle sind, wo es irgendwie sein muss. Irgendwie, irgendwo. Das ist aber eine ganz blöde Idee. Und den Motion Detector Tracker, der sagt ja auch nichts, wo du bist, oder? Das, ja, er sagt mir zwar was, aber die Frage ist, welches Ziel zeigt er jetzt an? Zeigt er jetzt dann diesen Reaktorkern an? Ja, diesen Wedings da oder das, oder den Strom? Eben, ich glaube nämlich nicht, dass er den Strom, obwohl, man weiß es nicht. Ja, eben, man weiß es halt nicht, ne? Links waren wir schon? Ja. Waren wir da drunter schon? Ich weiß nicht, wo was links bei dir ist. Ja, ja, nach links gucken. Warst du deine Röhre schon? Unter der Lampe. Moment, Moment. Ja, da waren wir schon. Röhre unter der Lampe. Moment, ich guck mal auf die Karte. Wenn du dich nach links drehst. Nee, da waren wir noch nicht. Das, das ist es dann nämlich auch, weil da ist nämlich auch ein Kreis auf der Karte. Ja. Ja. Genau. Ja, Alexi hatte recht. Natürlich hatte Alexi recht. Prost. Ja, apropos, einen Schluck trinken müsste ich auch mal wieder. Wenn ich mir das Spiel austrockne, hilft das ja keinem. Da waren wir jetzt echt noch nicht. Nee, wenn nee, da waren wir noch nicht. Nee. Juhu. Da blinkt es doch schon, siehst du? Ja, ja, ich sehe es. Tschakka. Tschakka. So, was haben wir hier noch? Da haben wir noch ein bisschen Munition. Schrott. Okay. Dann gehen wir den Wetterkern da. Genau. Überladen. Ich meine, jetzt läuft da natürlich jemand vorbei. Ich meine, ich hatte ja vor 8 Stunden schon das Gefühl, dass es aufs Finale zugeht. Und ich hatte ja auch recht. Ja. Es ging ja aufs Finale zu. Aber jetzt fühlt es sich doch noch mehr danach an. So mit Reaktorkern und hier alles auslöschen und ich denke, das wird schon... Naja, vor allem wenn du das Ding überlädst oder so, dann ist doch alles Flotte, oder? Dann bist du ja auch hinüber. Ja, wahrscheinlich ist da ja der Punkt, da müssen wir wahrscheinlich abhauen innerhalb von, keine Ahnung, wie das immer so ist. Alarmstufe Rot, Selbstzerstörung in einer Minute, schönen Tag noch. Ja, das geht. Du Speicher-Junkie. Ja, aber jetzt finde ich das gerade sehr angenehm, dass ich jetzt nur noch einen Hebel betätigen muss und dann mal schauen, was passiert. Ah. Außerdem finden wir das Loch nicht wieder. Genau. Ja, du musst hier raus. Das kehren sie zum zentralen Reaktor zurück. Ach ja, richtig, da war ja jetzt dieser Aufzug. Ja, genau, aber in den Aufzug.
Genau. Das sagt sich immer so schön ab in den Aufzug. Ich traue mich nicht zu rennen. Ich sollte aber vielleicht rennen. Ja, du solltest es tun. Nein, sollte ich nicht. Na gut, aber wir haben ja vor kurzem noch gespeichert. Gerade eben sozusagen. Ja. So, alles gut eigentlich. Platsch. Scheiße. Ist doch gar kein Ei. Scheiße, jetzt kommt der Große ja auch wieder. Vermutlich. Hier bin ich falsch. Aber eng, ey. Das war sogar super eng jetzt gerade. Boah, mein Herz, ey. Ja, Das ist einmal kurz an meinem Gesicht vorbeigehüpft, zum Glück. Und es sieht. Oh, Sumi, guck weg. Wenn das sich so mit den Füßen. Bein so. Wollte es widerlich. Das ist ekelhaft. Nee, das ist bei Spinnen, ja. Ja, wir sind eine kaputte Spinne. Nein. Träume ich diese Nacht von. Ja, das ganze Spiel über ist kein Problem, ne? Aber diese Viecher... Ja, glaube ich. Ich kämpfe auch schon. ich muss gerade was mit Erschrecken feststellen. Mein Flammenwerfer ist leer. Das ist schlecht. Und in dem Moment, wo ich sage, höre ich, wie ein Alien hier runterkommt. Wir hören nichts. Jetzt habe ich noch eine Pumpgun. Was können wir denn noch? Bolzenschneider vielleicht, aber ich glaube nicht, das ist nicht schnell genug. Ja, das ist das Problem. Ich kann nur, wenn schon, dann mit der Pumpgun vielleicht versuchen, es zu kitzeln. Scheiße! Ist das so erschreckend? Es lässt sich zwar ganz kurz beeindrucken. Es stutzt ein wenig, wenn man es anschießt. Aber nicht so wirklich. Ne? Nee. Also, nehme ich jetzt erstmal die Pumpgun für diesen kleinen Mistkerl. Müssen wir jetzt den Bitterkern wieder überladen? Ach so. Ja, richtig. Das musst du noch machen. So ein Mist. Also nicht flüchten. Kann ich danach vielleicht nochmal speichern, damit ich das auch nicht mehr brauche. Was ist eine Sonderwünsche, ne? Ja gut, ja, du kannst danach speichern. Nee. Nicht. Ja, danach. Hinter dir war doch ein Speicher. Ja, genau. Ja, aber den darf ich ja noch nicht. Ach so. Stimmt.
Ach, das kann doch nicht sein. Und hinter mir kommt das Alien. Ah, hallo. Hallo. Ich möchte auch nur mal kurz Hallo sagen. Gott, ey. Gott, ey, so viel Liebe in dem Spiel. Echt, ey. Oh, kannst du das nicht mal treffen, bitte? Oh. Ja, ich hätte es sehr gerne getroffen. Scheiße. Ich muss hier raus. Wir müssen noch mal. Ja, wir müssen, ne? Ja, ja, eben. Können wir hier bleiben, aber... Ist so gemütlich hier. Unbedingt. Moment. Was war das? Oh. Muss das jetzt so laut sein? Dachte ich auch gerade. Oh. Heilige. Es knallt aber auch. Ich bin auch gerade den falschen Weg. Boah. Das ist doch nicht wahr. Mann, wie soll ich denn hier durchkommen? Oh, das war mal eine neue Ansicht, glaube ich. Ja, ja. Oh, von oben. Erstmal flachlegen, dann von oben gucken. Danke, doch davon träume ich jetzt heute. Gab's hier noch irgendeine Abzweigung durch dich durch? Nee, ich muss den Gang durch. Zum Kotzen. Wir haben die Stelle tatsächlich geschafft. Das Viech hatte ich nicht mehr gedacht. Okay. Ist das ekelhaft, Mann. Doch, doch, da vorne ist einer. Ja, die Stelle bin ich schon froh, dass ich da durch bin jetzt. Mhm. Aber hallo. So, eben nochmal gucken, nicht, dass ich jetzt falsch habe, ob das richtig ist.
hast einen Aufzug voll mit Wasser, da würde ich unbedingt einsteigen. Ricardo, ich kann das Nest zerstören. Ripley, Sie haben sich heute schon in genug Gefahr begeben. Ich kann alle Kerne einschalten, überlasten und dann eine Reaktorsäuberung einleiten. Alles hier unten wird dadurch zerstört werden. Ich versuche nicht, Sie davon abzuhalten, Rip. Ich fände es nur gut, wenn Sie nicht draufgehen würden. So sieht der Plan aus. Es gibt zwei Notfallschaltkreise, die überschüssige Energie in die lokalen Kondensatorenblocks in den Türmen speisen. Wenn ich sie abkopple und das System entlade, wird das Nest dadurch zerstört. Ich habe keine Ahnung, was Sie gerade gesagt haben. Halten Sie sich einfach gut fest. Okay. Mir geht's da wie Ihnen. Ich habe auch keine Ahnung, was sie da gerade gesagt hat. Ach, die Jungs wieder. Verdammt, ich hab nicht geladen. Blöd, Mann. Geh ich da ganz stolz mit meiner Pumpgun und hab keinen Schuss drin. Ah, nein! Mann! Oh Gott! Er denn jetzt hier? So dumm! Ach, das kann doch nicht sein! Wie viele denn noch? Die könnten mir dieses Röcheln lassen. Ja, ne? Das ist ekelhaft. Uiuiui. Gut ist, dass die nicht rennen. Ja. Vernichten Sie, Moment. Überladen Sie den Alpha-Kern, überladen Sie. Wie, habe ich beides noch nicht überladen? Okay. Ja. Aber den Alpha hat es gebraucht, oder nicht? Nee, ich hatte. Nee, das ist wohl hier oben gemeint. Irgendwie. Ja. Okay. Ich glaube, der überlädt gerade. Gucken da durch. Oh. 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 Ich glaube, das sind ein paar Volt. Ja, ich denke auch. Das glaube ich wohl auch. Moment. Laden Sie den Alpha-Kern. Achso, jetzt muss ich erstmal da hinziehen. Nee.
Wie beim Computerhacken. Ja, ja. Klar. Nicht im Klugscheißer Motor. Aber Moment. Wieso komme ich denn? Okay. Das war doch jetzt nicht richtig. Geh nochmal da dran. Ach so. Okay. Oder nicht okay, ich weiß es nicht. Okay, das scheint erledigt. Mal sehen, was das ist. Oder unten noch an so einem Ding? Haben wir jetzt eigentlich genug Munition? Was heißt schon genug? Ja, das ist relativ. Ja. Ich hab so die Befürchtung, dass die das nicht auf sich sitzen lassen. Ja, ich denke auch. Es wäre natürlich so einfach, wenn wir jetzt alles überlassen, gesprengt und Ende. Glaube ich jetzt auch nicht, aber... Naja, eher Schrott, oder?
Ui. Oh. Oh. Die Typen brennen ein bisschen. Boah. Oi. Dramatisch. Ich glaube, ich muss dann gehen, oder? Ja. So gern ich mir das alles anschaue, ja. Schon mit der schnell. Nee, ich glaube, ich muss noch nicht gehen. Es fehlt noch ein Detail. Ja, eben guck mal, steht in der Säuberung für Reaktorsteuerung eingeleitet. Ja, habe ich doch, oder? Also, ich wüsste nicht, was ich jetzt noch tun sollte. Dann musst du erst wieder da weg, damit das Ziel erkennt, dann ein neues gibt. Weißt du? Ja, aber normalerweise muss ich ja davon ausgehen, dass man in diesen Gang rein muss, wo am Ende die Tür Strom wiederhergestellt werden muss. Also theoretisch müsste an der Stelle jetzt eine neue Aufgabe dann erscheinen. Hm. Aber das tut es nicht. Wie ärgerlich.